Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, auf dem Star und ich sind noch bei Lisa und ja, sie müsste jetzt lernen, die Melodie auf der Harfe zu spielen. Und ja, auf dem Star ist heute noch nicht verpflegt worden, das kommt aber noch. Dann warten wir einfach auf die Dämmerung. Wir setzen uns und essen ein paar Chips. Höre Aideens Lied in der Dämmerung zu. Da bin ich jetzt mal gespannt. Naja, noch sieht es ja ganz hell aus. Von Dämmerung merke ich noch nichts. Wir müssen die einfangen. Oh, bleib, warte, warte, warte. Ihr habt fast die ganze Melodie gelernt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich die einfangen muss. Schwebt hier noch irgendwo was rum? Da. Ihr habt die ganze Melodie gelernt. Okay, so einfach kann's gehen. Ihr Lied war wunderschön. Ich kenne die Melodie jetzt. Wir sind also fertig. Na gut, lasst uns ein wenig zur Ruhe kommen und das Musikstück einüben, bevor wir diese Aufgabe angehen. Wir sehen uns beim Strand, wo die Wurzeln aufhören, wenn wir bereit sind. Du hast Aideens Lichtfragment dabei, oder? Vergiss nicht, es mitzubringen. Okay. Etwas später. Lisa ist verschwunden. Du wirst Aideens Lichtfragment brauchen. Stelle sicher, dass du es in deinem, dass es sich in seinem Rucksack befindet. Wenn du es nicht finden kannst, schau in deinem Heimatstall nach. Das Item kann weder gelöscht werden noch verloren gehen. Ja. Hauptsache, das bleibt jetzt die einzige Info. Ich finde es hier oben ganz schön. Man sieht so viel. Was nicht ganz so toll ist hier, der Wald. Der wird irgendwie nicht vernünftig dargestellt. Das ist schade. Aber sonst, man sieht das Schloss, man sieht Silverglade, die Mühle. Welldale ist irgendwie nicht vorhanden. Das ist auch schade. Ja. Aber sonst, den Leuchtturm da hinten sieht man. Hier müsste Fort Pinter sein, aber es ist irgendwie auch nicht da. Aber trotzdem ist es schön. Na gut, wir müssen jetzt. Okay, bereite dich vor. Wir müssen uns jetzt. Lassen uns jetzt erstmal einmal abholen. Dann aktivieren wir schnell die Stallhilfe. Gehen einmal kurz ins Stall, damit der Gute versorgt ist. Und auch alle anderen. Und dann geht's ab zu den Wurzeln. Ich bin jetzt mal echt gespannt, was dabei rumkommt. So, wenigstens erstmal so. Das reicht uns erstmal. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Transporter zur Reitarena und den Rest reiten wir dann. Reitarena dort. Tja, jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Aber ich denke mal schon. Also bis jetzt haben wir ja doch irgendwie alles lösen können. Wenn Elisabeth sagt, das geht, dann werden wir das schon hinkriegen. Und dann kann der Baum der Ewigkeit endlich wieder mit den anderen Kontakt haben. Wobei, ich weiß nicht. Der da oben sieht. Na, die sehen wahrscheinlich alle nicht so lebendig aus, oder? Weil sie selber ja nicht. Der Baum da drüben nicht. Ich weiß gar nicht, gibt es sonst noch irgendwo Bäume der Ewigkeit?
So, da hinten ist der Stumpf. Wir müssen hier unten irgendwie zum Strand, wo die Wurzeln rauskamen. Da sind die Wurzeln. Oh, sie steht schon auf dem Wasser. Das sieht ja cool aus. Oh. Hallo, fühlst du dich aufgetankt? Ist Aldins Licht mit dir? Dann wollen wir versuchen, die Melodie zu spielen, mit dem Fragment zu leuchten und über das Wasser unterhalb der Vogelscheuchentals zu reiten. Hört sich recht einfach an, oder? Weiß ich nicht. Wir müssen es aber versuchen. Dann werden wir hier über das Wasser reiten. Wenn alles klappt, halte dich in meiner Nähe auf und leuchte regelmäßig mit Aldins Lichtfragment. Die Wurzeln werden nur durch eine stetige Bestrahlung geheilt. Bleibe im Takt mit mir, sonst landest du im Wasser und musst von vorne beginnen. Okay, wir müssen in Lisas Nähe reiten. Du musst in Lisas Nähe reiten, während sie die Harfe spielt und es ermöglicht, über das Wasser zu reiten. In der Zwischenzeit lässt die heilende Energie der Wurzeln wachsen. Die heilende Sternenergie darf nie aufhören zu fließen, um die Energie aufzufüllen. Musst du mit dem Fragment leuchten, indem du auf den Button auf deinem Bildschirm klickst. Okay, der hier wahrscheinlich. Also wir müssen in Lisas Nähe bleiben. Die Sternenergie darf nie aufhören, das heißt, wir müssen... Wir versuchen es einfach mal. Oh, nein. Oh Gott. Wir müssen bei ihr in der Nähe bleiben. Das klappt aber nicht so gut. Und nebenbei noch. Wir müssen wieder aktivieren können. Oh, da habe ich gepennt, ey. Oh je. Sie reitet aber auch nicht gerade rüber, ne? Das macht es nicht gerade einfacher. So. Na komm. Und gleich fallen wir doch noch ins Wasser. So, und noch einmal. Da sind wir. Und es hat geklappt. Und? Ich sehe keine Wurzeln. Ich weiß ja nicht. Also es scheint nicht geklappt zu haben. Wow, was haben wir getan? Es scheint funktioniert zu haben. Ich bin sprachlos. Das hätte ich nicht gedacht. Wir haben ein Wunder vollbracht. Ach, wo kommen die denn her? Okay. Auf einmal sind sie da. Na gut. Man vollbringt nicht jeden Tag ein Wunder. Jetzt reiten wir zurück zur schlafenden Witwe, um zu überprüfen, dass mit ihr alles in Ordnung ist und ihr Schuld beglichen werden konnte. Wir sehen uns beim Baum der Ewigkeit. Ja, wir können jetzt aber nicht wieder übers Wasser zurück. Oh je. Und dieser verschwindet gleich wieder. Na gut, also nochmal hinten rum bei der Reitarena lang und dann werden wir mal schauen, ob es funktioniert hat. Oh, Mauer. Gott. Oh, der Sprung war schlecht. Armer auf dem Star. Ja, trainieren muss er auch wieder. Unbedingt. Jetzt schon Ewigkeiten gefühlt, nicht mehr. Tja. Da müssen wir auch noch die Harfe zurückbringen. Und dann würde ich sagen, wenn nichts Neues dazu kommt, geht's nach New Hillcrest. Oder ins Mondsicheldorf. Auf jeden Fall nach Epona. Da muss es auch endlich mal weitergehen. Haben wir jetzt schon echt auch schon wieder Ewigkeiten nicht mehr. Aber andererseits, wir müssen ja auch unbedingt noch irgendwann mal Justin retten. Und ja, Anne wäre ja auch nicht verkehrt, wenn wir die mal retten könnten. Die Pandoria-Quests sind ja da. Also möchte ich die dann auch ganz gerne machen. Aber ich denke, dazu brauchen wir noch ein bisschen was. Dann müssen wir noch einige Aufgaben erledigen. Ich weiß jetzt aber schon gar nicht mehr, was Voraussetzung war.
Ja, das weiße britische Sportfett ist auch so schön. Ach ja. Ja, man sieht die Wurzeln auf jeden Fall. Also jetzt zumindest, eben noch nicht. So, jetzt muss man irgendwie... Ja, also so richtig gesund sieht der Baum nicht aus, ne? Aber egal. So, wir sind auch irgendwo mal angekommen, Lisa. Ach, gleich mit dem Baum reden. Knirz, knarz. Seid gegrüßt, meine Freunde. Ihr habt gute Arbeit geleistet und eure Schuld beglichen. Ich habe jetzt wieder Kontakt mit meinen Freunden. Mein Leben hat jetzt wieder einen Sinn und das ist euch zu verdanken. Danke. Knirz. Okay, sie kann sich endlich wieder unterhalten. Brillant, dann ist das Gleichgewicht wiederhergestellt. Und das, obwohl ich so daran gezweifelt habe. Zum Glück habe ich mich geirrt. Dann bleibt nur noch eine Aufgabe, nämlich die Harfe zurückzubringen. Du willst das machen? Na gut, wir sehen uns später beim Weingut. Ich werde mal nach Alex schauen. Ich will ihr erzählen, was wir Tolles gemacht haben. Hier ist die Harfe, sei vorsichtig damit. Wenn man sie in der Hand hält, spürt man wirklich, wie alt sie ist. Ich hoffe, der olle Butler bringt dich noch einmal zum Museum. Das hoffe ich auch. Ja, eine Aufgabe ist noch übrig. Ja, reiten wir hin oder lassen wir uns abholen und... Wir lassen uns abholen und nutzen nochmal den Transporter. Wir wollen ja jetzt nicht die ganze Zeit noch mit Rumreiten verbringen. Wir möchten ja auch mal ein paar Aufgaben weitermachen können. Na los. Rein in den Hänger, der ist doch extra verbessert und verschönert worden. So, Godfrey. Guten Tag. Schon wieder zum Museum? Ja, ich hatte mir schon gedacht, dass ihr die Harfe zurückbringen wollt. Wenn man einmal guten Willen gezeigt hat, muss man wohl den Rest seines Lebens Chauffeur spielen. Lasst mich die Harfe erst putzen. Sie muss nach der Benutzung natürlich erst gereinigt werden. Es passiert nicht oft, dass man solche Artefakte außerhalb eines Museums sieht. Okay. Putzen finde ich jetzt aber schon ein bisschen merkwürdig. Schau, jetzt ist die Harfe gesäubert und sieht wieder super toll aus. Dann wollen wir mal zum Museum aufbrechen. Hier, halte die Harfe in der Hand, während du Autofahrt auf zum Museum. Auf zum Museum. Ich verstehe zwar nicht, warum auf dem Weg nach Jovik City schon so ein Tumult herrscht, aber okay. Vor allem, wenn wir im Auto sitzen. So... Museumsleiter. Sieh an. Willkommen zurück im Jorvik-Museum. Und die Harfe ist auch dabei. Dann ist ja alles in Ordnung. Sieht aus wie gestern. Aber ich hatte auch nichts anderes erwartet. Ich hoffe, sie hat euch etwas gebracht. Steck sie nur in die Kiste. Ihr seid ja, wie gesagt, die Freunde des Ratsmanns. Und seine Freunde sind eben auch meine Freunde. Und meine Freunde sind immer im Museum willkommen, auch wenn es wegen Renovierung geschlossen ist. Auf Wiedersehen. Adieu, adieu. Leg die Harfe einfach hier in die leere Kiste. Adieu, auf Wiedersehen. Okay, wir legen die Harfe zurück. So. Das war's jetzt. Offenbar schon. Ja, zumachen können wir die Kiste nicht. Dann verlassen wir mal Jorvik City. Dann müssen wir jetzt hoffentlich erstmal nicht mehr so oft zwischen Weingut und Museum pendeln. Gut, das war gerade mal zweimal, aber okay. Hab einen schönen Tag, Lucy. Okay. Oh, aber hier geht's weiter. Also geht's erst doch nochmal nicht nach Epona. Danke für die Hilfe, Lucy. Ich habe Alex erzählt, was wir heute erreicht haben. Dank dir, Linda, konnte der seltsame Wunsch des Baums der Ewigkeit erfüllt werden. Ohne euch hätte das nicht geklappt. Es ist eine Erleichterung, euch zu haben und nicht mehr in der Schuld des Baums der Ewigkeit zu stehen. Ihr seid alle wahre Freunde. Es wäre schön.
Schön wieder hier. Es ist schön, wieder bei euch zu sein. So, da fehlt ein Wort. Dann ist das Abenteuer jetzt beendet. Ich bin gespannt, was als nächstes passiert. Weder Alex noch Linda oder einer der anderen Beobachtungsmeister hat eine besondere Aktivität auf Seiten von Dark Core festgestellt. Aber das kommt schon noch. Wir müssen die Augen offen halten. Okay, hier müssen wir jetzt warten. Gut, dann würde ich aber sagen, war es das für heute und wir schauen mal, ob wir jetzt nächstes erstmal in Epona auftauchen oder ob wir bei Alex weitermachen. Wir können ja mal schauen, wie heißt denn die Quest. Warten, schauen und beobachten. Okay, das hört sich jetzt nicht ganz so interessant an, aber andererseits, wir müssen unbedingt Justin retten. Also ich denke mal, wir sollten dann, ja, hier nochmal weitermachen bei der Story-Quest. Ich denke mal, irgendwann kommen wieder Zeiten, in denen ich Ruf sammeln muss. Und spätestens dann geht's nach Epona. Also, bis dann. Tschüss.